Das ist jetzt ungünstig. Entschuldigen Sie bitte, die Waffe, die, Sie wissen das ja, die Waffe hat noch manche Probleme, die ging von alleine los. Das ist wie der Taser. Das ist wie mit dem Taser gewesen, das tut mir unglaublich leid. Mhm. Genau. Der Abzug war kaputt. Das ist ganz schön laut. Als Sie das Auto vor die Wand gesetzt haben, ist wohl die Waffe ein bisschen kaputt gegangen. Und, oh, es tut mir leid. Ich verstehe Sie auch nicht. Ja, jetzt kommen wir so, wenigstens, wenigstens habe ich Dolly noch gekillt, ja, den Arsch. Wie schnell du warst. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Wie geht's Ihnen so? Wie geht das jetzt los? Dürfen wir Äpfel pflücken gehen oder so? Ich meine, wir lassen das mit den Drogen am besten und dem Banküberfällen. Also es gibt doch so. Sicher erst noch nur eine Verwarnung, oder? Also es tut uns leid, ja, ja. Das wird nie wieder vorkommen. Und ja, vielleicht ein kleines Bußgeld oder so, $500. Ein kleines, passt mal auf, ne? Das wird ein bisschen größer ausfallen. Das könnt ihr gar nicht zahlen, das Bußgeld. Nee. Das war die Waffe, hat er doch gerade gesagt. Herr Dolly, die Waffe ist kaputt gegangen bei dem Autounfall. Dolly, gib mir doch die Waffe, her damit. Wird hier wieder, ja, da, Polizeigewalt wird hier wieder großgeschrieben. Ist ja echt schrecklich hier. Das war unabsichtlich. Wie wütend er ist. Dolly, regen Sie sich nicht so auf. Ich habe auch noch einen Donut in der Tasche. Alles gut, Dolly. Mach ihn fertig. Können wir zusammen jetzt Blümchen pflücken gehen oder so? Wir können so? Auch noch einen Kaffee trinken gehen, wenn Sie wollen. Oh ja. Kopfkill? Dürfte ich bitte mit dem Anwalt sprechen? Ich habe nämlich geistige Probleme und ich kann mich daran nicht erinnern. Also ich war auch nicht. Ich war auch betrunken, also... Oh Mann, ey. Ich bin eigentlich Tierschützer und das war... Ich weiß nicht, wie das eine zum anderen führen konnte. Da habe ich einen Blackout. Mir geht's auch jetzt gerade schon wieder schlecht. Haben Sie einen Arzt? Ich kann gerade nicht mehr klar denken. Der explodiert gleich. Oh, aber auf der ganzen Insel? Das ist natürlich Herr Dragon. Oh, das ist schlecht. Ich kann Ihr Arzt sein. Ich kann auch Dalukat wieder, ja weiß ich nicht, mich um ihn kümmern. Ist kein Problem. Ja, der Dalosch ist ausgebildeter Arzt. Genau. Und es wäre schön, wenn er sich wenigstens das einmal angucken könnte. Mein Knie tut weh wegen dem Autounfall. Und ich habe echt miese Kopfschmerzen. Also, da ist doch wohl noch was drin, bevor ich in den Knast komme. So eine Henkers-Mahlzeit kriege ich doch bestimmt auch noch. So eine Henkers-Mahlzeit muss ich aber haben. Burn. Kommt Dolly auch mit? Kommt Dolly auch mit? Oh Mann, ey. Okay. Ihr Officer-Kollege, der guckt ein bisschen aggressiv. Ich fühle mich eher auch so ein bisschen, also es verbreitet schon ein bisschen Angst. Also können Sie da auch mal was machen? Ist er noch in der Ausbildung, beziehungsweise hat er noch eine Probezeit? Also stimmt. Ob Sie eine Probezeit haben, weil ich glaube, Sie machen den Job nicht mehr so lange. Ja, der arme Dolly. Sieht fast aus, als würden Sie das nicht mehr lange machen. Achso. Herr Dolly, wollen Sie noch meinen Donut? Wie viel muss ich zahlen? 600.000 muss ich zahlen. Können Sie mir eine Rechnung ausstellen? Habe ich 14 Tage Zeit, das kann zu bezahlen? Kann man das auf Raten machen? Nee. Frag mal, ob man das auf Raten machen kann. Und Ratenzahlung, wenn ich Ihnen Zinsen gebe? Oh Mann, ey. Oh, ich hab massig auf der Bank. Ich kann das locker zahlen. Dafür müssen Sie mich aber einmal zum ATM lassen, weil mein PIN-Code ist gleichzeitig mein Passwort für alles andere und da würde ich gerne alleine hingehen. Wenn Sie mich also kurz losbinden, hole ich Ihnen das Geld und... Alter, was? Wieso habe ich denn jetzt die Waffe gekauft? Ich wollte doch eine ganz andere haben. Ey, hier ist jemand an meinem Hintern. Kann er mal wegschicken? Ey, der fasst mich an. Alter, will der Mitseifenspielchen machen hier, oder was? Genau, ich hab noch einen. Herr Dragon, ich hab noch einen Rabattgutschein. Ich muss nur 100.000 zahlen. Nehmen Sie bitte die Waffe aus meinem Gesicht, Dolly. Das gehört sich nicht. Ja, dann stellen Sie mir bitte die Rechnung aus und wir schauen einfach mal, was meine Bank da machen kann. Ich habe auch gehört, dass nicht nur der Arzt Urlaub hat, sondern auch meine Bank, die Verwaltung, und das Geld ist erst nächste Woche wieder da.
100.000. Und Dragon gibt dir gleich auch nochmal eins. Also beide wollen 100.000 haben von dir. Kann man das von der Steuer absetzen? Ich habe alles bezahlt, auch wenn da jetzt gerade eine Fehlermeldung kam. Alles, ich habe ihm 700.000 habe ich ihm gegeben. Das EC-Gerät funktioniert nicht. Das Sache, das EC-Gerät funktioniert nicht. Warte, können Sie nochmal meine Kreditkarte hier reinziehen? Es kann, die hat mal Probleme wegen... Mach die erstmal richtig fertig. Die ist der Donut Dolly? Donut Dolly? Rechte Tasche. Scheiße. Was kann ich für Sie tun? Ich bin hier drüben. Ich warte. Arme Dolly, ey. Ich find's lustig. Ich bin frei, oder was? Du kommst in den Knast, Alter. Ich bin jetzt doch frei, oder? Oh, bitte schnell den Server muss abschmieren. Das wäre geil. Nee, bitte nicht. Also hier sind vier Cops, Blaze. Du kannst das ganze Coca-Field ausräumen. Ja, deswegen. Was meinst du, was ich gerade... Ich gesser doch schon, aber das dauert zu lang. Und ich habe dann einen echt weiten Weg vor mir, ne? Ja. Ich möchte, geht es, dass ich ins Krawalla-Polizeipräsidium komme? Kann ich den Wunsch noch äußern? Da fühlst du dich heimisch. Da bin ich aufgewachsen damals und ich erinnere mich noch, als ich meine erste Libellenlizenz hatte. Was, die Libellenlizenz? Ja, das ist geheim, das ist geheim. Die Libellen. Dalu, die kleine Libelle. Das ist, kann man mit dem Wunsch noch erfüllen? Warte mal, gibt's noch eine ganze Norm? Da wohnst ich denn 15.000, das war's. Dolly hat mir einfach so ein Ticket erstellt. Die Donuts kannst du auch so nehmen. Die Donuts sind zwar einmal runtergefallen, weil Graves den fallen gelassen hat, aber die gehen noch. Das ist ein bisschen Dreck an der Schokolade, aber alles cool. Oh, Dolly, warten Sie doch, lassen Sie doch mit sich reden. Kommen wir dann auch zu Ihnen. Wir sind doch gute Kumpels. Müssen Sie aber kurz warten, weil der Dalukat schreit hier rum und ich höre Sie sonst so schlecht. Ja, genau, also, Sie können, Sie den entfernen? Könntest du dir nicht entfernen? Ja, geht doch. Hau rein, Dolly, Krawalla, bitte. Wir sehen uns. Krawalla, ich möchte ins andere. So, bitte, was kann ich für Sie tun? Ich war übrigens eine Geisel. Ich hab nix gemacht. Ja, da war ich auch eine Geisel. Du wurdest gezwungen. Ja. Leben Sie wohl, Dolly. Alter, 500 Dollar vergessen an der Bank. Das Problem ist, die Waffe war nicht geladen. So, und wenn jetzt hier der Dalukat, das ist ein Großcousin von mir, der hat nämlich mich gezwungen, sowas zu machen für die Familie und so, man kennt das ja, ne? Und dann musste ich halt das ganze Prozedere mitmachen, weil sonst wäre ich halt ausgestoßen und das will man halt auch nicht, die Familie, ne? Kann er nicht? Nee, er weiß nicht, wie es funktioniert. Oh Gott. Soll ich Ihnen erklären, wie man wen in den Knast bringt? Ich kann das. Nein, ich hab die ganze Zeit im Sidechat gewarnt und so weiter. Das Problem ist natürlich, was ich nicht wusste, Sie können das nicht lesen. Ne? Und dann wollte ich Sie warnen, aber ich hatte ja sonst keine Möglichkeit, weil sonst, das war halt, ich bin ein Zwiespalt gewesen, weil Familie, ne, und ja, es ist halt alles nicht so einfach. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Ich fühle mich auch richtig schlecht. Ich habe ja auch keinen erschossen, ne, also das muss man sagen. Ich habe extra, die Waffe habe ich nur zurückgehalten. Nee, das ist korrekt, ich habe... Bin jetzt im Gefängnis, könnt ihr mich rausholen? Haben wir einen Heli? Darf man das? Ja, du kannst halt auch... Ja, mit dem Heli kannst du es machen, ja. Also, habe ich getroffen? Oh, das tut mir leid, aber ich habe ja die Weste gesehen, ne? Wenn die Weste gesehen, ist auch gut. So, wo ist denn... Ja, aber das ist Rambo hier, der Typ, der kann alles abfangen. Außen hatte der einen Gott-Mode an. Der Kerl steckt ein wie ein Großer. Wo ist das Gefängnis? In Kavala. Ja, oder? Genau, das wusste ich halt. Ich wusste halt, er ist hier Superman und da kannst du das mal, probieren, weil es muss ja echt wirken, das ist das Problem. Weil wenn jetzt irgendwie Dalukat das mitkriegt, dass ich hier eigentlich nur mitgespielt habe, sag ich jetzt mal, dann ist natürlich schlecht. Ich könnte auch eigentlich ihr Spitzel werden, wie wär's damit? Aber wo ist das da? Ich versuche gerade ein bisschen an der Karte rauszufinden, ich wurde voll weit weg teleportiert, ich weiß nicht, wo ich bin. Okay. Ja, aber ich bin Profi. Krieg das hin. Ja, aber sie können mir eine Möglichkeit geben. Check nicht, wo das Ding ist, das Gefängnis. Ah, er kennt uns.
Guckt uns gerne. So ein Scheiß. Normalerweise, durch das, dass ich ja gestorben bin. Ja. Sie haben einen guten Job gemacht. Ich wollte mich noch bedanken. Hat sehr viel Spaß gemacht und jetzt würde ich gerne in meine Zelle kommen, denn es ist mir kalt und ich mir geht es nicht gut durch die beiden Autounfälle. Einer verursacht von Ihnen selbst übrigens. Ansonsten, ja. Sie waren aufgeregt, ja, ich kenne das. Ach so, okay, dann müssen Sie sich bitte selbst noch ein Bußgeld geben. Dann kann ich eingesperrt werden, wenn Sie sich jetzt selbst ein Bußgeld geben. Dann ist es okay. Ja, ich stehe jetzt auch gerade nur rum und weiß nicht, was ich machen soll. Alles klar. Das nehme ich mit, ja. Aber das müssen Sie mir dann auch irgendwie beweisen. Ne? Also ich muss die Streamen dann sehen, wenn Sie nachher zu Besuch kommen und uns das Essen vorbeibringen oder so. Er hat mir fast nichts abgenommen. Hast du eine Waffe noch? Nee, die Waffe natürlich nicht. Und, alles klar. Meine Autolizenz ist weg, meine Trucklizenz nicht. Rebellenlizenz habe ich noch, ja. Habe ich nicht. Und lass mal ruhig, Lizenz bitte. Neu. Ja. Ja. Zwei Tickets. Immer 100.000. Ich stehe hier auch nur so rum und weiß nicht, was ich mache. Mit 35, 135. Okay, kann man da abrunden? Wie nein? Man muss doch irgendwie verhandeln können, oder nicht? Das ist eine 135.000, also da kann man doch bestimmt auf 100.000 abrunden. Ja, aber ich darf doch dreimal bestimmt ablehnen, oder nicht? Also zweimal. Ich möchte ja noch verhandeln. Ich möchte ja noch verhandeln. Nein, das will ich nicht. Bei ihm gibt's, ich meine, ich dachte, so Rambo und so, ich dachte, das geht. Wo kommen Sie denn jetzt her? Dürfen Sie schon reden hier? Wo kommen Sie denn jetzt her, wohl unfreundlich? Ja, ich sehe, da ist ein großes A. Ach nee, das ist Polizei, alles klar, ja gut. Na gut, ja dann her damit. Ich meine, ich habe davon genug. Ich habe nämlich ein paar Sachen schon hier gemacht und sehr viel Geld verdient. Naja, da nicht können wirklich. Gerne davon hier, kein Problem. Aus der Tasche, aus der Portokasse. Hast du jetzt für 100.000 bezahlt, oder was? Ja, und 135, also 35 bezahle ich auch noch. Nur weil er nicht in den Knast will. Komplett zahlen? Du bist ein Arsch. So, habe ich gerne gemacht. Wieso hast du meine Rechnung nicht bezahlt? Ja, das war ein bisschen viel, 600.000. auf jeden Fall. Ich stehe ja auch nur in der Rebellenstadt jetzt rum, ne? Für meine Zuschauer ist es gerade spannend. Die sehen immer dasselbe Bild. Könnt auch einen Screenshot einblenden. Ich glaube, ich sollte euch gerade grüßen, aber da ihr alle rumgebrüllt habt, konnte ich das nicht richtig verstehen. Von Dragon. Grüß Dolly mal von mir. Oh, jetzt bin ich drin. Frag mal, ob er einen Donut will. Ey, ich hab meine Klamotten noch an, das ist ja geil. Ey, du liegst da auf der... Ey, Dalu, was geht ab? Ey, was geht ab, Dalu? Ja, so, könnt ihr jetzt mal bitte rausfinden, wo ihr seid, damit ich vorbeikomme? Ja, rechts im Osten. Aber da, wo altes Corrections sind. Hilfe, ganz rechts Osten. Aber das Problem ist, wir können sie ja nicht rausholen, weil wir ja kein Heli haben. Man darf ja nur mit dem Heli Leute aus dem Gefängnis holen. Hey, Bail. No Bail Price, 1.500 Dollar, was? Ich fand das so witzig. Ey, Dolly war richtig sau. Ja, Heroin habe ich noch, Truck habe ich noch, Diamond habe ich noch und Salt habe ich noch. Der Dolly war richtig angepisst. Ja, ich habe ja auch noch eben gerade mit ihm ein bisschen gespielt. Ich auch mit dem Donut. Ja, das war echt geil. Das geht hier? Hier kannst du nichts machen. Wir können. Wie lange sind wir? Ach, 9 Minuten ablaufen. Bin ich noch. Wie lange bist du noch? 10, ich bin ein bisschen länger gepasst. Okay, komm, wir machen den Parcours. Okay. Auf Zeit. Okay. Können wir uns rammen? Ach, scheiße. Ach, ja, scheiße, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Okay. Hast du eine Uhr? Ja, warte. Ich habe keine Kohle dabei für das Kokain-Processing. Aber dann dauert es ja nur länger. Also es ist ja nicht so, dass du es nicht machen kannst, sondern es dauert nur länger, ne? Nee, ich glaube, der behält auch ein bisschen was. Du musst dafür was zahlen. Okay. Aber jetzt muss ich mal mir eine Route Bescheid, aussuchen. Dann starte ich. Okay, drei. Du startest die Uhr? Ja, ich starte los. Die Uhr und du läufst los. Okay, 3, 2, 1. Du musst Stopp sagen dann, ne? Ja, sonst muss ich hier drunter herkriechen. Oh Gott. Bestner, ich fahr jetzt erstmal hier runter. Da krabbelt er. Dalu, wenn ihr wieder raus seid, wo kommt ihr dann hin? Keine Ahnung. Und stopp! Okay, 20 Sekunden und 52 Sekunden. 52 Sekunden. Entschuldigung, ich sehe, dass meine Aufnahme gar nicht mehr läuft. Okay. Okay. Warte, jetzt muss ich eine Uhr haben. Warte, ich habe auch eine Uhr. Warte. Wir trainieren hier für die Angriffe. Wo ist denn die Stoppuhr? Okay, du bist bereit. Okay. Warte. Oh Gott. 3, 2, 1, los.
Gott, oh Gott, ich glaube, wir übergingen. Oh, da kamst du besser rum, da kamst du besser rum. Ah, du weißt, dass man beim Kind spielen kann. Da habe ich viel Zeit verloren. Ja, ja, ja. Viel Zeit verloren. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Ich muss aber... Oh, das Minus. Okay, und stopp. 16. Ja, trotzdem easy. Ja, plus 5 Strafsekunden fürs Runterfallen. Ja, klar. Das habe ich gemacht, um das Ganze spannender zu machen. Weißt du, was der Hammer gewesen wäre? Ich habe leider zu spät reagiert. Als der Dolly mir Handschellen angelegt hatte, konnte ich gerade eben noch so in seinen Rucksack gucken. Ja, das habe ich auch versucht. Und der hat mir ja vorher alles weggenommen. Ich hätte mir alles wieder geben können. Das wäre witzig. Ja, ich bin fast pleite, meine Freunde. Ich habe noch 169.000 auf der Bank. Ich bin pleite. Auch viel mehr habe ich auch nicht mehr, ne? Ich habe mich ja schon wieder voll ausgerüstet. Ja, wir haben sehr viel Spaß gehabt. Jetzt heißt es wieder ein bisschen was Normales farmen. Also... Jetzt gucken wir mal, ob ich vielleicht mit meiner Kokainlieferung komplett durchkomme, ne? Ja, ich mach sowas jetzt auch, weil ich hab... Der Hammett ist randvoll. Ich hab das vorhin nicht mitbekommen. Ich hätte, würde euch ja abholen, wenn ich jetzt, wenn ihr die Frage beantwortet hättet. Aber ja, wir wissen es nicht. Haben wir doch, wo wir sind, oder was? Nein, wann, wo ihr rauskommt, wenn ihr wieder... Das wissen wir nicht. Also, das, keine Ahnung. Ich denke mal, auch hier, ne? Aber wir können da mal ein bisschen mit den Polizisten reden. Ob wir da anfangen dürfen, das wäre geil. Ob du wieder zurück in deinen Polizeialltag darfst, ob ich mich rekrutieren lassen darf. Die waren aber schon ein bisschen überfordert, die beiden. Das war aber geil. Dragon hat halt auch gesagt, dass er gerne für uns vorbeischaut, dass er unsere Namen kennt und dass er, ja. Das ist eine Saves. Und die Alter, kann ich bei dem Rebel Car Shop das Auto nicht mehr abliefern? Du musst zur Garage, ne? Ja, klar. Nicht zum Car Shop. Natürlich. Alter, ich bin so verwirrt gerade. Irgendwie, ich hab das gerade mitbekommen, meine Aufnahme war auch irgendwie aus. Warum, weiß ich nicht. Weißt du wann? Ja, da wart ihr schon eingetütet, glaube ich. Oder gerade davor oder so. Ich hätte einfach versuchen müssen wegzulaufen gerade, als wir uns aus dem Auto gezogen haben. Ja. Und dabei noch, tschüss, Leben, kennst du mich nie. Was meint ihr denn, was kostet die Cocaine-Lizenz? Ich möchte jetzt ungern im Chat nachfragen, weil nicht, dass dann wer wartet, ne? Aber ich denke mal auch so um die 30.000, oder? Ja, ich denke auch mal so, zwischen 30 und 50 wahrscheinlich. Ich hab nur weil das ist ja unterhalb, ist ja gleich ein ATM, vielleicht fahre ich da noch schnell hin. Ich glaube, der Dolly war schon am Anfang angepisst, als er das Auto hat offen gelassen und ich mich befreien konnte. Aha. Das war Auto geil mit dem Rausschießen, ey, das war so fett, ey, das sah so krass aus. Und der größte Fail dann noch, ey. Setzen wir mal, ich zieh dich raus, komm, du bist frei. Nein, ich will wieder rein. Und oh, dann geht ich kann, auch ja, rein. Ich hab nämlich gesagt, ich kann Put in Vehicle machen. Da dachte ich, hä, okay, dann kann ich vielleicht, wenn ich reinkomme, komm ich an den Pfarrer, weißt du? Und dann gehe ich rein, bin ich drin. Und du kommst hinterher. Ja, alles klar, Crap, wo bist du gerade? Zieh uns rein. So, für meine Zuschauer. Die müssen sich auch gefragt haben, was da jetzt passiert ist. Ja, ja, weil auf einmal der die Leute erschossen hat, sitzt im Polizeiauto. Ja. Ich habe mich selbst hier reingesetzt. Dass man nicht mal verhandeln kann. Das hätte ich noch als Argument nutzen müssen. Ja, stimmt. Ich habe mich doch, nachdem ich den Bullen erschossen habe, in ein Polizeiauto reingesetzt. Ich habe übrigens Dolly getroffen. Also ich habe ihm Schaden gemacht. Ich habe ihn erschossen. Ihr wollt gucken, ob er keinen Gottmut anhat. Das war nur ein Test. Ja. Mich würde es ja interessieren, ob ich noch auf der Fahndungsliste stehe, aber normalerweise, wenn ich gestorben bin, ja nicht, ne? Nee, bist du nicht mehr drauf. Ich sollte dich übrigens auch, er hat auch Blaze gesagt und so. Ich glaube, das Problem war, ich habe nur Blaze verstanden und danach, glaube ich, hat er noch Krabs gesagt. Also mit dem Grüßen. Ja, ich schneide das hier eh alles raus. Und dann kommt irgendwie ein paar Tage bei mir kein Video. Weil ich sitze jetzt hier in der Rebel City und habe keinen Plan, was ich machen soll. Kannst du ein Hörbuch drauf machen? Nee. Schneid das alles weg. Ist ja durchfauen. Kann man sich hier totbacken? Dann kann man sagen, dass es so scheiße hier drin gesichert ist, dass man die verklagen muss. Du bist verhungert. Ich habe nur 35 und 25 übrigens. Aber ich habe auch ein Z, also ich habe noch Bacon und Wasser dabei. Ich habe die Donuts von Graves noch. Wollte Dolly nicht haben? Nee, Dolly wollte keinen Donut. So, wo muss ich denn dann weiterfahren? Wir sind nur einmal runtergefahren, sonst sind die doch gut. Das ist so geil, als der Reaper gerade neben mir war und noch am Ende irgendwas gesagt hat. Und ich guck nach rechts so, Alter, wo kommst du denn jetzt her? Darfst du überdrehen? Beleidigung aber auch nicht gut. Wo ist der Spacken, habe ich nämlich gehört. Ja, ja, habe ich auch im TS gehört, als sie die Crabs gesucht haben. Ja. Ich kann meine Bail bezahlen, ich kann meine Rechnung bezahlen hier. Dann komme ich raus. $1,500 muss ich nur zahlen. Was? Echt? Ich muss 34.000 zahlen. Ja, aber weil ich habe auch schon alles bezahlt, deswegen. Ich habe noch 3 Minuten left. Lohnt sich nicht, bleib die 3 Minuten noch hier. Das heißt sozusagen, könnte einer mir Kaution zahlen, ja, indem er mir Geld überweist. Hm. Ja, aber du bist auch nicht mehr lange hier. Oh, 4 Minuten, oder? 3 Minuten, ja. Party im Gefängnis. Es gibt bald eine Partyinsel, habt ihr das gesehen?
Bald, ja. Hier ist so eine Hundeschau in dem Gefängnis. Ich dachte erst, wir wären hier zu dritt im Knast. Das wäre voll geil gewesen. Hätten wir den irgendwie also, knechten können. Ja, ich dachte, das wäre auch ein, der da sitzt im Knast.